heute persönlich da. Bei Baby Family TV demnächst. Ja, ich bin der Dieter und ich bin ein Puppenspieler. Und ich freue mich, dass ich heute bei euch sein darf. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem Theaterstück. Die Kasper des Reisen zum Orient. Wer von euch kennt die Türkei? Wer kennt Istanbul? Auch ganz viele. Ich habe schon mal gehört. Istanbul ist eine Stadt, die liegt zur Hälfte in Europa und zur anderen Hälfte liegt sie in Asien. Und da, wo Asien ist, ist auch der Orient. Und wie es bei uns früher Könige gab, gibt es im Orient Sultane. Von solch einem Sultan erzählt unsere Geschichte und dazu gehalten jetzt viel Spaß und viel Vergnügen. Und wenn wir jetzt anfangen zu starten, dann geht's los. Bello. Und ich glaube, damit hat es bestimmt. Pass auf.
Was ist denn 3 hoch 1? 3 hoch 1? Ja. Ich weiß es. Und was ist das? Ein Hund. Sag einmal. Du hast Inlineskater? Ah, 5 Stück. 5 Inlineskater? Na klar, 4 für meine Pfoten und 1 für meinen Schwanz zum Lenken. Oh! Ein Hund mit Inlineskater, dann nachher ja die Hühner. Wo hast denn du die her? Vom Kaufmann. Und womit hast du bezahlt? Mit einem riesengroßen Knochen. Was soll denn der Kaufmann die Kinder von machen? Fressen! Die Kinder fressen auch Knochen! Kinder fressen nicht, die essen. Und schon mal überhaupt keine Knochen, sondern lauter süße Sachen und versaute Ritze. Die Kinder putzen doch ihre Zähne. Ist das wahr? Und zwar 3-mal im Jahr. Dreimal am Tag. Morgens, mittags und abends. Nach dem Essen die Zahnpasta aufs Butterbrot spielen. Nach vorne, kreuz und quer, ganz lange und gründlich. Sonst kommt nämlich Karies und Kaktus. Kaktus, wer aber fleißig seine Zähnchen putzt, regelmäßig zur Zahnärztin oder zum Zahnarzt geht, der bekommt überhaupt nicht mit 10 Jahren ein Klappergebiss. Ja, super. Und gut beginnt die Reise. Reisen im Orient. Darf ich mit? Willst du mit? Ja. Soll die Quelle mitnehmen? Ja! Was ist schon mal los? Oh! Jetzt bin ich einfach um. Sehr stark gerade im Weg. Bei 3 geht's los. Bei 3 geht's hinter los. Nackt! Bei 3 beginnt's. Bei 3 stürzt's. Benno! 1, 2, 3. Die Mädchen essen Himbeerbrei mit Schmier. Benno. Wer spricht denn hinter meinem Rücken? Hab mir gar nichts gesagt. Ja, was machst du denn jetzt? Zumachen. Schwupp. Benno. Bevor wir losfahren, gehst du noch zur Großmutter und sagst auf Wiedersehen. Zur Großmutter? Ja, immer. Wenn man von zu Hause weggeht, von den Eltern oder Großeltern, muss man denen Bescheid sagen, wohin man geht. Damit sie sich keine Sorgen machen. Stimmt's, Kinder? Ja! Fahrrad. Was geht? Auf, bitte!
Frau Schmelnitz. Schon gesellt, heute hier zu sein. Da kommt der Sultan. Ja!
Empfang geben. Ja, natürlich. Wie sah denn aus, Kinder? Und folgen seiner Spur zu Diensten großmächtiger, Soldat, zu Diensten. Oh weh, oh weh, oh weh, die Wunderkugel ist weg. Schnell, ich muss die Palastwache holen. Schnell. Tra, 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 la, tra, tra. Gleich kommen wir zum Sultan. Wenn wir zu ihm kommen, dann müssen wir ihn begrüßen. Was? Wir müssen doch genießen? Nein, einen Diener machen. Ach so, ein Berliner machen. Seppel. Dann sagt man hier im Orient, Salam Aleikum, Salam Aleikum. Salat mit Ei drumherum, Salat mit Ei drumherum. Seppel, das heißt Salam Aleikum. Wenn ihr wollt, könnt ihr morgen wieder vorbeikommen. Seppel. Was, ich rieche was. Was riecht denn? Hier, hier riecht es zum Essen. Da hinten, in der Küche. Ich laufe hin, warte, Seppel. Oh nein, wenn der was zu essen sieht. Hallo, Herr Sultan. Oh, Kasperle, bist du eingetroffen? Ja. Kasperle, schnell, ich komme. Oh, Kasperle. Herr Sultan, Salam Aleikum. Salam Aleikum, Kasperle. Ihr seht so traurig aus. Was denn los? Kasperle, wir müssen das große Fest absagen. Das Fest absagen? Ja, Kasperle, etwas Schlimmes ist passiert. Was denn? Der böse Zauberer Kababibula war da, hat mir meine Wunderkugel gestohlen. Die Kinder haben es gesehen. Ja! Er ist auf und davon in sein Zauberreich. Er wird Unheil anstellen. Oh, Kasperle, ich bin so traurig. Weißt du was, lieber Soldat? Wir werden dir helfen, den bösen Zauberer zu fangen. Du willst mir helfen? Natürlich. In Deutschland fangen wir auch Räuber. Also können wir auch einen Zauberer fangen. Oh Kasperle, ich gebe dir einen Teil der Palastwache mit. Schön, dass du mir helfen willst. Vielen Dank, Kasperle. Vielen Dank. Palastwache kommt. Seppel! Seppel! Also los, gibt was zu essen? Keine Zeit zum Essen. Komm schnell. Wieso denn? Komm jetzt schnell. Du, da gibt es noch was zu essen. Seppel, etwas Schlimmes ist passiert. Etwas Schlimmes? Ja, ist das Essen angebrannt? Nein, hier war ein böser Zauberer, hat dem Sultan die Wunderkugel gestohlen. Wir müssen ihn suchen und ihn fangen. Fangen? Das mache ich. Du rennst hin, gleich wieder da. Seppel, wo bist denn du? Bin gleich da. Was hast denn du? Meine Kamelfangmaschine. Was machst du mit der? Da mache ich jetzt eine Zauberfangmaschine draus, Seppel. Kinder, ich laufe schon mal los. Sind da lang gelaufen? Beiß mich ein Krokodil, beiß es wieder aus der Pille. Ich bin doch keine Krokodile hier. Hallo. Bello! Kinder, der Bello ist gekommen. Bello! Bello! Bello, komm jetzt schnell. Was machst denn du? Komm jetzt. Da, bin ich schon da. Ja, was machst denn du? Einen Knochen ausbuddeln. Ach du. Bello, wir müssen dem Sultan helfen. Irgendwas Schlimmes passiert. Ihr war ein böser Zauberer. Oh je! Und die zweite ist auch wachsende Hosen gemacht. Nein! Er hat dem Sultan das Beste gestohlen, die Wunderkugel. Ist auf und davon. Was machst du denn? Hier ist die Spur. Woher weißt du das? Ich sage nur, Zauberer steht hier so. Kommt ihr alle mit? Ja! Habt ihr auch keine Angst? Ja! Los geht es, den Zauberer suchen! Ja! Los geht es,
So, jetzt noch schnell diese blöde Verkleidung ausziehen. Ha, jawohl. Und diese Mütze runternehmen. Jetzt bin ich gleich fertig. Ja. Ich bin in meinem Zauberreich. So, die Kugel. Aha, jetzt bin ich wieder der Zauberer Kambarikula. Niemand weiß, dass ich hier in meinem Zauberreich angekommen bin. Ah, jawohl. Mein Gehilfe, komm herbei, Abdullah. Wir haben sie! Oh, großmächtiger Zauberer, was gibt es denn? Oh, du hast ja einen Apfel dabei. Ich bin Apfel, Dummkopf. Ein Apfel in der Krone. Dummkopf, das ist die Wunderkugel vom Sultan. Eine Wunderkugel, kann man die essen? Dummkopf, es ist das Wertvollste, was es gibt. Wer sie hat, sagt man, ist der Herrscher im Sultansreich. Oh, dann bist du jetzt der Herrscher. Jawohl. Oh, dann bin ich der zweite Herrscher. Dummkopf. Ich sehe was. Was siehst du da? In der Kugel sehe ich was. Was denn? Da kommt ein Fremder. Ein Fremder? Ist mir jemand gefolgt? Da kommt jedenfalls jemand. Du wirst ihn fangen. Ich muss ihn fangen? Ja, ich werde die Wunderkugel verstecken. Hier hinten kann ich. So, pass gut auf, dass nichts passiert. Ja, ich muss auch aufpassen. Da kommt er schon. Schnell verstecken. Ja, da bist du. Das Zauberfangen ist der Selbstlust. Das Zauberfangen ist der Selbstlust. Das Zauberfangen. Das Zauberfangen ist der Selbstlust. Oh, ihr Kinder, ich bin ganz schön weit gelaufen. Der Zauberer wohnt hier. Für dich habe ich auch welches dabei. Für mich auch? Ja, wo hast du's? Hier im Sack drin. Hier im Sack? Ich sehe nichts. Schau mal rein. Ich sehe wieder nichts. Tiefer reinschauen. Noch tiefer. Ich sehe aber nichts. Aber ich sehe was. Was siehst du denn? Ein Dummkopf im Sack. Oh! Ich sehe, dieser Fremde, er hat doch tatsächlich meinen Gehilfen gefangen genommen. Hier, der Wunderkugel reinschau, was macht er? Er geht zur Palastwache, die ist auch schon da. Oh, schnell! Da kommt er zurück! Er kommt zurück! Meine Zauberstab, so links. Mein Zauberstab. Ja, komm nur, Fremde, ich warte auf dich. Komm nur! Das Zauberfangen ist der Selbstlust. Das zweite folgt und rein. So, Kinder, den habe ich mit der Palastwache abgegeben. Der macht nichts mehr hier und schätzt. Hey, wer bist denn du? Ich bin der Zauberer, was sagst du nun? Auf Wiedersehen. Halt! Sag an, wie heißest du? Ich heiße wie mein Vater. Und wie heißt dein Vater? Genauso wie ich. Wie reißen die Reihen miteinander? Einer wie der andere. Ich kann zaubern. Das ist toll. Du kannst zaubern? Ja. Dann zaubern wir ein paar Pfannkuchen daher. Pfannkuchen? Was ist das? Was zum Essen natürlich. Dann schauen wir hier auf die Erde. Da sehe ich nur Dreck. Warte, da ist du Pfannkuchen. Dann beeil dich mal. Yes.
verzaubert. Was ist das? Oh!
da von hinten kam, der kann mir helfen hier. Wie denn? Mit dem Zauberstab. Ich hab keinen Zauberstab. Oh je. Wer hat einen Zauberstab? Der hat einen Zauberstab. Ja! Wir rufen alle Bello herbei. Mit einem neuen Abenteuer. Bis dahin, euch allen, auf Wiedersehen!